Hallo, meine Lieben, da bin ich. Ja, das ist heute mal etwas außerplanmäßiges Video. Ich hatte eigentlich vorgehabt, heute ein paar andere Videos zu machen. Unter anderem aus meiner Toy Corner, damit wollte ich weitermachen und auch in meiner Artbook-Ecke. Das verschiebt sich jetzt quasi dann auf morgen, aus dem einfachen Grund, Shopping Hall, ihr seht es schon in der Überschrift. Mein Schatz meinte heute Morgen zu mir so: Ach, weißt du was, mach dir doch mal einen schönen Tag heute und fahr ein bisschen in die Stadt. Und ja, wer bin ich denn, um dann zu widersprechen? Außerdem ist hier bei uns herrliches Wetter, also es scheint die Sonne, es ist keine Wolke am Himmel. Und da habe ich gedacht, so, ja, eigentlich recht, den ganzen Tag drinnen sitzen und Videos machen, mache ich zwar auch gerne. Aber mal ein bisschen raus an die frische Luft und etwas Bewegung haben, jetzt wo der Sommer endlich da ist, kann man ja auch nicht widersprechen. Gut, ich bin dann auch unterwegs gewesen und habe so ein bisschen was gekauft. Und ja, ich fange erst einmal an. Und zwar war ich in dem Laden, der ja nicht blöd ist, ihr wisst schon welcher. Und ja, habe da nach einem Rumsuchen, habe ich mir zwei Computerspiele mitgenommen. Ich kaufe eigentlich nicht so oft Computerspiele, weil ich nehme mir das dann meistens immer vor und komme aber nie so wirklich dazu, jetzt stundenlang am Computer zu sitzen. Aber naja, und zwar habe ich hier einmal etwas, das habe ich schon mal irgendwie auch gesehen und darüber gelesen, und zwar nennt sich das Venetica. Ich kann ja immer kurz vorlesen, was hinten drauf steht. Eine Macht stärker als der Tod in einem fantastischen Venedig entdeckt die junge Scarlett ihr düsteres Vermächtnis. Sie ist die Tochter des Todes. Das nenne ich mal Familie. Zunächst nichts von ihrer Herkunft ahnend, muss sie sich ihrem Schicksal stellen und ihre Gabe beherrschen lernen, um den Tod zu retten und mit ihm die Welt der Lebenden. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Es ist ein Rollenspiel. Und hier steht auch actionreiches Fantasy-Rollenspiel im Venedig der Renaissance. Das sagt mir so als Historiker natürlich auch gerne zu. Und was auch richtig ausschlaggebend war, war der Preis, weil er ist hier noch dran. Das war im Angebot, das hat wirklich nur 4,99, also 5 Euro gekostet. Und da habe ich gedacht, ja, okay. Kannst du ja mitnehmen, wenn es sich herausstellen sollte, dass es nicht dolle ist, dann habe ich wenigstens nicht irrsinnig viel Geld dafür rausgeworfen. Aber es sieht von den Screenshots hier auf jeden Fall schon mal irgendwie doch recht nett aus. Ja, hat auch hier wieder so diesen schönen Ordner, was man so aufmachen kann. Ob da jetzt noch irgendwas Besonderes drin ist, weiß ich jetzt nicht, aber werde ich dann ja sehen. Und dann habe ich noch eins mitgenommen, und zwar so, ja, Science Fiction, Strategiespiel. Horizon nennt sich das. Sowas mache ich eigentlich auch ganz gerne. Also ich habe zum Beispiel, wer sich mit diesen Art von Spielen auskennt, ich habe so einige aus dem aus der X-Reihe habe ich gespielt. Ich habe auch, wer das vielleicht noch kennt, Freelancer gespielt. Das spiele ich heute immer noch ab und zu. Oder auch Sins of a Solar Empire. Und das gehört quasi dann so in die gleiche Kategorie. Und ja. Für 10 Euro habe ich gedacht, so, okay, nimmst es mal mit und guckst es dir mal an und spielst es mal an und ja, mal gucken, wie das dann so ist. Und ich sag mal, für den Preis kann man nichts verkehrt machen. Gut, das war's bei diesem Mal und oh, da bin ich wieder. Und dann konnte ich es natürlich auch nicht lassen und musste mal hier zu dem Laden hier. Ihr wisst, welchen Laden ich meine. Und ja, hab wirklich Glück gehabt und da auch noch was für meine Ever After High Sammlung, für das Ever After High Regal gefunden. Und zwar die letzte teetastische Puppe, die mir noch fehlte, nämlich Apple. Ja, Apple White. Das war auch die letzte von dieser Serie, also von der Teeparty-Serie, die noch da war. Zwei Stück waren noch da. Ansonsten muss ich sagen, war nicht so sonderlich viel mehr übrig da von Ever After High. Es waren noch ein paar Basics da, Raven und Briar und Madeline Hatter und dann diese neuen Frühlingsfestpuppen. Aber ansonsten,
noch nichts, noch keine neuen Basics oder irgendetwas. Deswegen, ich weiß jetzt auch gerade nicht, ob wir überhaupt noch irgendwie großartig was Neues von Ever After hier bekommen. Ich hoffe es. Ansonsten muss man dann mal zusehen, dass man sich die Puppen irgendwie entweder aus England oder aus Amerika besorgt. Aber egal. Auf jeden Fall habe ich die letzte Teetassentasche. Apple White. Und ja. Ich finde, sie passt vom Outfit und vor dem Teeservice, dass sie halt auch wunderbar zu den anderen. Ihre Haare finde ich auch toll. Also dieses Einheitsblond, was ja ihre normale Puppe hat, finde ich so ein bisschen einfallslos mit diesen rosa Strähnen. Das hat doch was. Das sieht doch irgendwie viel besser aus. Ich sehe gerade, sie hat da irgendein Stück Plastik am Kinn kleben. Okay, ich hoffe, das ist nichts Ernsthaftes und lässt sich leicht entfernen. Aber ansonsten ist bei ihr alles in Ordnung. Ja, die war leider nicht an, die war leider komischerweise nicht irgendwie herabgesetzt oder im Angebot. Für die habe ich trotzdem 24,99 bezahlt. Gut, was soll's. Damit habe ich jedenfalls dieses ganze Teeparty-Set jetzt komplett und sie kann sich mit den anderen dann zum Tee treffen und das ist ja auch schon mal klasse. Ja, das war's dann auch. Also noch mehr habe ich jetzt nicht gekauft. Gut, da war jetzt unter anderem dann noch Raven Queen da in ihrem Outfit vom Schicksalstag. Aber da muss ich ehrlich zugeben, dass ich diese Schicksalstag-Outfits finde ich nicht so dolle und jetzt nicht so wunderschön, dass ich jetzt gesagt habe, so musst du unbedingt haben. Und dann war es mir da schon wichtiger, wenigstens eine zu haben noch, die mir in diesem Tee-Party-Set gefehlt hat. Und jetzt ist das komplett und dann bin ich auch schon zufrieden. Ja, das war es eigentlich auch schon. Das war mein kleiner Shopping-Haul heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wie gesagt, die Videos, die ich eigentlich heute machen wollte, die werden dann morgen kommen, auch wenn ich dann morgen ein bisschen damit zu tun habe. Aber das macht nichts. Ich hab sonst auch nichts groß anderes zu tun diese Woche. Also wird das dann morgen alles über die Bühne gehen. Und morgen gibt es dann natürlich auch eine zweite Ausgabe von meiner Science Fiction Corner. Also wenn sich jemand von euch für Mystery und auch für Science Fiction interessiert, das sind zwei neue Rubriken jetzt auf meinem Kanal, die ich letzte Woche schon angefangen habe und wo ich hoffe, dass ich sie jede Woche jetzt auch weiterführen kann. Aber die ganzen anderen Sachen werden natürlich auch weitergehen. Ich habe selber mal meinen Kanal kurz durchgeschaut und auch festgestellt, dass ich unter anderem in meiner Manga-Ecke auch mal wieder ein bisschen was nachholen muss. Und ja, also viel zu tun im Bereich YouTube, würde ich mal sagen. Okay, ja, das war meine Shopping-Tour von heute. Besser gesagt, die Ergebnisse meiner Shopping-Tour. Ich werde jetzt meine Füße ein bisschen hochlegen, weil die tun mir doch etwas weh vom vielen Rumlaufen. Und werde noch diesen schönen Sommertag genießen, am besten irgendwo schön am Fenster, wo die Sonne ein bisschen reinscheint. Und ja, ich hoffe, dass ihr auch einen schönen Tag habt, dass es bei euch nicht allzu heiß ist. Also hier bei uns ist es relativ angenehm. Und ansonsten kühlt euch irgendwie ab, genießt den Tag und wie versprochen, wir sehen uns morgen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen, Kommentare zu den Sachen, die ich gekauft habe, habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Ich freue mich drauf und wir sehen uns dann morgen mit einer ganzen Reihe neuen Videos. Bis dann, meine Lieben.